Sam Mickelton, ja. Schauspieler, Wiesbaden, Frankfurt, Wien, also alles die großen namhaften Bühnen und nun hier im flachen Land und dann liest der junge Mann eigentlich die, ja, die melancholischste, rührendste Liebesgeschichte, die man so im 18. Jahrhundert gedruckt hat, den jungen Werther. Warum? Warum nicht? Also erstmal kam okay, das dadurch, das ist ein Argument. Genau, das ist ja einfach ein toller Text und der einfach auch immer noch sehr aktuell ist. Also ja. Gerade diese Beschreibung Goethes, dieses leidenden Menschen oder das, der Seele, der es so schlecht geht und die vielleicht auch manchmal genau weiß, was sie tun muss, damit es ihr wieder besser geht, aber es dann doch nicht tut und wieder in alte Gewohnheiten fällt, das ist ja immer noch sehr aktuell und trifft mich auf jeden Fall immer noch sehr. Ja. Sie geben den Werther auch in Frankfurt mehr für Jugendliche, hatten Sie im Vorgespräch mal gesagt, mit zwar blau-gelber Trainingsjacke, aber T-Shirt und Trainingshose. Was glauben Sie, wie Werther heute in Zeit Social Media, Smartphone, vielleicht ausgegangen wäre? Beschäftigt man sich damit und denkt drüber nach? Weil in der Zeit von Goethe war ja einmal Briefe schreiben die große Kunst. Man schrieb viel, man lief viel, man besuchte sich auch, wenn man so einen seelischen Kampf auszufechten hatte mit sich selber wie Werther und Lotte. Ja, natürlich stellt man sich die Frage, gerade wenn man das inszeniert im Theater und sich wirklich sehr, sehr intensiv mit diesen Texten auseinandersetzt. Für mich hat sich auch immer so ein bisschen die Frage gestellt, ist wirklich Lotte sein Problem? Oder erscheitert er nicht auch an der Welt um ihn herum, an diesem, an dem Bürgertum auch, also an der Schicht, aus der er kommt. Also ja. Er kommt ja aus einer sehr wohlhabenden Schicht und wird ja auch so ein bisschen immer die Frage gestellt, ist nicht die Depression oder das Leiden ein Auswuchs der wohlhabenden Gesellschaft, des Überflusses und ich verstehe. Die Zwänge der einzelnen Stände, wenn man das in dem Mal sagen will, der Schichten, der Nichtadlige kann zwar wohlhabend sein, aber er wird immer im Rang dem armen Ritter vorgezogen, der von hätte gerne kommt. Mhm. Auf der anderen Seite natürlich die Bigotterie auch zu Goethes Zeiten, dass man gesellschaftlich nach außen fromm, religiös, kirchlich gerade ist und auf der anderen Seite natürlich wurde genauso belogen und betrogen, auch innerhalb einer Partnerschaft. Nur Lotte ist eben nicht der Typ, der sich so leichtsinnig verändert. Ja. Ja, da muss man ja auch einfach sehen, dass zu der Zeit, als der Werther geschrieben wurde, sie dazu gar nicht die Möglichkeit hatte als Frau, weil einfach die Frauen keine Möglichkeit hatten, sich zu entfalten oder... Kommt ja in dem Satz, den Sie so schön vorgelesen haben, ich bin das Eigentum eines anderen. Das sagt ja eigentlich alles, wie der Stand der Frau war, ne? Ja, beziehungsweise man könnte behaupten, dass sich auch gar nicht so viel verändert hat zu heute hin. Also natürlich hat sich viel verändert in unserer Gesellschaft, gerade in den letzten 20, 30 Jahren, was die Stellung der Frau in der Gesellschaft angeht und auch gerade in unserer sogenannten westlichen Welt. Aber trotzdem leben wir immer noch in Strukturen, die dem ähnlich sind und wo man immer noch behaupten könnte, es geht um, Frauen werden besessen von Männern und haben immer noch nicht so viel Möglichkeiten, sich selbst zu entfalten, sich selbst zu äußern, ihren Träumen, Wünschen nachzugehen. Aber hier ist es natürlich noch mal extremer in diesem Roman. Und ich stolper tatsächlich auch immer über diesen Satz, weil es wirklich schrecklich ist. So. Ja, ja, so. Wie? Man leidet, ich leide vor allem auch mit dieser Lotte, die die gar keine Entscheidungsgewalt hat, mit der das einfach passiert. Eigentlich nicht, ja. Diese Dinge. Sie ist einem anderen versprochen, also das heißt, die Eltern haben die Hochzeit schon längst ausgekungelt, da ist die Mitgift klar, da ist
Nichts. Also ja, quasi über das, was wir uns heute aufregen, wenn in anderen Kulturkreisen die Ehen vorher abgesprochen werden, ja, war ja durchaus üblich in Mitteleuropa, ja, bis nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, durchaus. Ja, ja. Ja, viel Leidenschaft auch bei Ihnen bei den Lesungen. Wo wird man Sie demnächst hören, sehen können? Also ich spiele weiterhin in Frankfurt Theater. Das ist das Theater? In verschiedenen Theatern. Ah, okay. Also ich bin freischaffend, spiele vor allem in der freien Szene. Als nächstes mache ich ein Projekt in den Landungsbrücken in Frankfurt. Das ist ein kleines freies Theater in der Nähe des Westhafens. Da geht es um die NSU 2.0 Drohbriefserie. Okay. Genau, und rechte Strömungen in der Polizei. Ja. Danach im Sommer werde ich in einem anderen freien Theater in Frankfurt, in der Naxos-Halle, im Theater Willy Pramel, ein französisches Stück spielen. Der Feind von Julian Green, sehr unbekanntes Stück. Genau, ja. Also man wird Sie weiter hören und sehen und vielleicht genau im nächsten literarischen Frühstück wieder mit Goethe? Von mir aus sehr gerne. Ich fühle mich hier sehr wohl und würde sehr, sehr gerne wiederkommen. Bedanke mich. Danke auch.